Ja, meine Damen, meine Herren, die Runde von Bund und Ländern hat jetzt Anfang Dezember beschlossen, dass der Teil-Lockdown bis in den Januar fortgesetzt wird. Der bayerische Ministerpräsident spricht bereits von Verschärfungen, die im Januar notwendig sein könnten. Der Kanzleramtschef hat gesprochen über den März. All das zeigt, die Bundesregierung, das Kanzleramt hat keine langfristig tragbare Strategie. Es ist den Menschen, es ist dem Land nicht mehr zuzumuten, dass scheibchenweise mit einer Salamitaktik den Menschen gesagt wird, was sie zu erwarten haben. Wir fordern das Kanzleramt auf, endlich zu einer dauerhaften, langfristig durchhaltbaren Strategie für unser Land zu kommen. Im Zentrum muss es stehen, die wirklich bedrohten Menschen zu schützen, diejenigen, die wirklich einen schweren Krankheitsverlauf befürchten müssten. Es ist für uns alarmierend, dass die Zahl von Infektionen in Alten- und Pflegeeinrichtungen stark steigt, dass ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen stärker jetzt im Krankenhaus und im intensivmedizinischen Bereich zu finden sind. Es gibt Klagen aus dem Bereich der Altenpflege, dass Schutzausrüstung und Tests in nicht hinreichender Zahl zur Verfügung stehen. Dort muss nun nachgearbeitet werden. Wir wünschen uns eine Krisenstrategie, die endlich die großen Defizite beim Schutz der wirklich gefährdeten Menschen beseitigt, statt scheibchenweise nach Salamitaktik immer neue Einschränkungen, immer neue Verlängerungen anzukündigen. So werden wir die nächsten Wochen, die nächsten Monate gemeinsam nicht bestehen können. Verstörend ist, dass die Hilfen für die Betriebe, die auf behördliche Anordnung geschlossen sind, nicht sicher ausgezahlt werden. Die Novemberhilfen sind auch im Dezember noch nicht geflossen. Da wird schon insbesondere aus der Union in Frage gestellt, wie denn die Kompensation im Januar, Februar und darüber hinaus sein soll. Das verschärft die Existenznöte, die Existenzsorgen bei vielen Millionen Menschen. Hier ist die Regierung, hier ist der Wirtschaftsminister aufgefordert, ganz schnell Klarheit zu schaffen, wenn ein Betrieb wegen politischer Entscheidungen geschlossen wird, nicht geöffnet werden kann. Dann muss es eine Entschädigung geben, die muss schnell und unbürokratisch fließen, weil wir sonst die Akzeptanz für die Eindämmung der Pandemie, für die Corona-Politik insgesamt verlieren würden. Uns überzeugt nicht, dass im Dezember immer noch nicht die Novemberhilfe ausgezahlt ist und in den Sternen steht, ob es in diesem Jahr überhaupt noch eine angemessene Unterstützung gibt. So werden viele, viele tausend Betriebe aus dem mittelständischen Bereich in die Zahlungsunfähigkeit getrieben. Da gehen Arbeitsplätze und Existenzen verloren, die wir so schnell nicht zurückbekämen. Vielen Dank.